Ja, und hier sind wir beim großen Preis von Australien in Melbourne. Die Strecke wurde 1996 eröffnet und löste den großen Preis von Adelaide Street Circuit ab. Die Boxengasse ist 280,1 Meter lang und bei der Strecke hier in Australien hat sich seit dem Jahre 2021 vieles verändert, und zwar die Kurven 9, 10, 11 und 12. Und die Strecke wurde damit auch 5 Sekunden schneller. Fahr das Rennen jetzt einfach zu Ende, zieh durch und... Oh, warte, wir haben 5 rote Lichter. So, genau, die 5 roten Lichter gehen an, um auszugehen. Der große Preis von Australien in D1 kann losgehen. GSL Annie mit dem guten Start, Maxi Ennio auch und Lemi. Lemi mit dem besten Start. Mit dem besten Start. Und der geht und sogar gleich mal vorbei. Lemi mit dem McLaren, fahrt aber die schlechtere Linie jetzt außen. Ja, Raffi auf 4, Dustin auf 5. Noah auf 6, Tryhard, Niki auf 7. Raffi mit einer Dive gegen Maxi Ennio geht nicht gut. Jetzt muss sich Maxi Ennio aber auch verteidigen. Leicht unter Godrodia gekommen, da wegen dem Angriff von dem Williams. Und Noah setzt dafür DV19 unter Druck, macht aber einen Fehler. Das lädt den Alpine von Tryhard Niki auf der Außenbahn ein. Da könnte sie jetzt einen Move geben. Alpine auf dem Gras, dreht da mit dem Red Bull und es rutschen alles mögliche an Fahrern durch. Ja. Maximilian Lück hat auch gedreht, also das war der Fehler vom Alpine. Hat damit den Red Bull gedreht. Das wird sich der Red Bull nicht gefallen lassen und da wird es definitiv ein Ticket hageln. Und das wird auch definitiv eine Strafe geben. Ja, und Dustin, also DV19, ist wide gegangen. Das eröffnet seinen ehemaligen Teamkollegen und seinen ehemaligen Schützling indirekt dort ranzukommen. Und Raffi geht jetzt an Maxi Ennio vorbei. Raffi geht an Maxi nicht vorbei. Nein. Ist außen, hat die schlechtere Linie, das lädt jetzt den Mercedes ein. Der Mercedes ist dran. Außen ist die schwierigere Linie, innen ist die bessere. Und pusht sich nicht vorbei. Auch mal zurückfallen. Ja, eben, auf deine Position, wo du das hingeschrieben hast. Hättest du P1 geschrieben, hätten wir damit arbeiten können. Ja. Sascha Neb geht jetzt an Tryhard Niki vorbei, wie immer. Sascha Neb kommt auch übers Rennen, hat aber auch wenig Batterie nur noch. Hat einen Tap bekommen von dem Tryhard Niki, 3 Sekunden, die kann er sich abziehen lassen. Ja. Alpha Kevin jetzt ready to pounce, geht dran dem Alpine vorbei. Ne, hüpft über den Körb, das gibt Tryhard Niki den besseren Exit und er ist wieder vorbei. Lemmy fährt dann lieber Eddie hinterher. Raffi dreht sich, Raffi gedreht. Ja, und dadurch ist Bombo vorbeigegangen. Ja, und Maxi Ennio hat auch einen Fehler gehabt. Ja, und Jordan damit auf P3. Die McLaren splitten die Haas. McLaren Haas, McLaren Haas. Das ist die Rangordnung jetzt. Und jetzt muss man gucken. Jordan hat das DRS verloren natürlich nach vorne. Oh, dass Bombo gegen Sascha Neb. Ja, Lemmy vorne geht außen gegen Annie vorbei. Führungswechsel und jetzt ist der Haas der Gejagte von beiden McLaren, wobei Maxi Ennio jetzt safe den Konter setzen wird. Innen. Jord lässt ihn durchrutschen mit dem Switchback, kommt aber auf den Körper und verliert dadurch die Möglichkeit, einen Switchback zu drücken. Ja. Jord ist gut dran getan, da an dem Führungspack wieder dran zu bleiben. Dann kann er sich da gegen den Mercedes auch verteidigen. Kann aber scheinbar sein, wenn die Pace seines Teamkollegen und den Haas nicht gehen. Dustin greift an und Dustin geht vorbei. Sascha Neb kommt auch außen. Das kann auch ganz liegend in die Hose gehen, wenn man so da vorbeigehen möchte. Und vorne Annie gegen Lemmy. Lemmy hält die Nase rein, also da lässt man sich auch nicht viel zum Wünschen übrig. Bis jetzt hat nur Sascha Neb die 3 Sekunden, die kann er aber sich abziehen lassen. Ja, genau, und er kann sich die abziehen lassen, der ist komplett über den Körb. Und Maxi Ennio hat einen Fehler gemacht, dadurch jetzt Dustin vorbei. Und vorne? Lemmy jetzt in. Oh, der wird dann ausgedrückt. Und ja, gut, Lemmy, irgendwann musst du auch deine Niederlage ansehen. Ja, und Sascha Neb versucht es da auch noch gegen den Haas. Mama. Aber sind alle dran, guck dir das mal an. 1 bis ja, 17, alle dran und Alpine. Und das war der Alpine, Name ist Nico. Und in beide der Wand. Alpines, beide Alpines auf Startziel.
Da hatte ich auch schon Angst, ja, dass Sascha lebt gegen Maxi Enho, wird interessant. Sascha lebt kann schneller und hat einen deutlich besseren Exit. Der Williams setzt sich daneben und geht am Haas vorbei. Mit Hilfe des Windschattens auch vom weiteren Haas. Also der Haas dagegen seinem Teamkollegen ein bisschen gearbeitet. Lenny, ja, man hat 20 Sekunden nach hinten zu Triad Niki, das ist genügend. Sascha Neb holt sich jetzt auf den zweiten Haas. Während die V19 auch an den McLaren vorbeifliegt. Sascha Neb ist jetzt eingeboxt, kommt aber auch vorbei. Sascha Neb jetzt auf P2 und da haben wir dann Sascha Neb und Dustin im Fight. Annie natürlich kein DRS bekommen, lässt die beiden Haas durch, weiß, dass er eine Roadblock wäre für die beiden und lässt sich lieber mitziehen. Vlad, dieses Duo gab es schon öfters mal. Das ist nichts Neues. Genau. Das kranke Duo und D1, würde ich mal sagen. Ja. Beste Kombi. Ja, beste Kombi. Einmal Chicken mit Salat, bitte. So. Dustin überholt. Sascha Neb wird jetzt vorne überholt. Ja. Gut, er hat kein DRS. Er ist gefundenes Fressen damit. Ja, wenn die sich jetzt ziehen, wäre das echt eine super Sache im Hintergrund. Marvin Bäum geht auch an Dustin außen vorbei. Das könnte jetzt eine Kollision gleich geben, wenn das weiter so geht. Noah profitiert. Annie ist der Einzige, der vorne reingeht. Lemmy zieht sich weiterhin. Das ist wieder typisch. Die beiden hier vorne, die ziehen sich immer durchs Feld durch. Sascha Neb und Lemmy, das sind die, die immer den Overcut setzen. Und Lasse geht obviously auch an Andy vorbei, Dustin sowieso und Noah geht auch vorbei. Und Marvin Golm, der verschießt sich, der hat zu viel gewollt. Ofenkartoffel geht auch vorbei. Alpha Kevin fährt in Andy rein. Nicht oh ja, hinten geht's richtig ab. Zu dritt nebeneinander. Oh, die machen gleich Hühnerfrikassee miteinander hier. Und der KRL Jan gönnt auf Ehrenbruder Basis ein Follow. Wir sagen auch herzlichen Dank an dich. Und herzlich willkommen und in der GSL. Alpha Kevin hält mit allem, was er hat, dagegen gegenüber dem McLaren. Muss sich jetzt aber geschlagen geben. Meinst du? Oder auch nicht. Hält weiter dagegen. Natürlich die bessere Linie jetzt. Irgendwann wird es halt auch nicht smart, weiter dagegen zu fighten, weil er selber den Anstoß verliert. Wenn man smart macht, man macht es aber nicht smart. Nur Lasse ist sehr... Und... Also, Marvin Golm, ich verstehe nicht, welche Lücke du da gesehen hast. Da war nichts mehr rechts. Oh, das ist die gleiche Szene. Oh, der Ferrari da mit dem absoluten Einsatzlimit. Und gucken Sie sich das mal an. Jetzt stolpern sie alle übereinander. Oh. Jetzt stolpern sie alle übereinander. Und es ist halt wieder das Typische. Sie sind alle ungeduldig. Sie warten nicht einmal ab. Man ist zu groß vom Ego her. Ja, Maxi Ennio da auch gegen Short. Annie auf 13. Und herzlich willkommen an die 60 Zuschauer da. Und was macht denn Bombo, der jetzt auf P12 auch dort ist? Dort darf er gerne bleiben. Ja, da kann er bleiben. Halt, stopp! Jetzt reicht es. Es steht Bombo auf P12. Bombo wild. Annie geht vorbei. Maximilian Lück hat jetzt gegen Ofenkartoffel. Hängt im Diffuser vom Ferrari. Und Lass und DV19 werden sich halt weiter nicht einig. Maxi Enho mit einem Riesenlücke schon zu der weiteren Gruppe. Dort mit der vierten Verwarnung. Der zweite Mercedes greift da Marvin Golm an. Ja, ist aber aus auf der verhungerten Seite, wobei Marvin Golm einen kleinen Fehler gemacht hat. Jetzt innen. Maximilian Lückert schlüpft vorbei. Und der McLaren auch noch gleich mit. Opportunistisch von McLaren. Oh. Alpha Kevin will dagegen halten, macht das auch, geht aber natürlich jetzt off-track, weil er den absoluten dümmsten Versuch da mitzuziehen gemacht hat und verliert jetzt gut Position. Also opportunistisch jetzt außen gegen Marvin Golm, hat die Innenbahn und auch die Position. Jord vorbei an Marvin Golm. Marvin Golm außen kommt da nicht vorbei, kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Außenbahn will man da nicht haben in der Kurve. Und Marvin Golm in der Wand, 100%ig Safety Car. Ja. Und das ist für Sascha Neb. Das ist ein Riesenunfall gewesen. Und Sascha Neb biegt natürlich direkt ab. Das restliche Feld kann sich aber jetzt auch einen frischen Medium holen. Und dadurch ist der Vorteil von Sascha Neb auch weg. Ja.
Also jetzt bin ich mal gespannt, wer alles in die Box fährt. Also Sascha Neb in der Box. Noah fährt weiter. Dustin fährt rein. Lasse fährt auch rein. Und Jordan fährt auch weiter. Aber jetzt gucken wir mal. Die 2 hat recht früh den Restart gesetzt. Hier in der Kurve schon. Und Sascha Neb macht's nicht. Jetzt geht er. Jetzt geht er. Und Noah hat's verpennt. Komplett verpennt. Kriegt Wheelspin und Sascha Neb ist eine Sekunde wieder weg. Ja, Jord geht, wird angriffslustig. Oh, Lemi gegen Rabi. Und Jord geht on the Rauch vorbei. Und Annie muss jetzt mitziehen indirekt. Rafi macht eine Roadblock offen. Lemi kommt nicht vorbei. Rafi blockt. Noah überholt von Bombo. Bombo zieht mit. Oh, Rafi, das ist. Rafi gegen DV19. Also, Rafi versucht alles in seiner Welt. Oder seiner Macht stehende da vorbei. Oh, der Ferrari gegen den Mercedes. Der Ferrari gegen den Red Bull auch noch. Oh. Rafi gedreht halt. Nur noch PF dadurch. Also, er ist jetzt aus der Gleichung komplett raus. Bombo tut auch alles an seiner Macht stehende, aber Bombo hat kein ERS mehr und Noah auch nicht. Also die beiden haben ihre Materialien und ihre Ressourcen schon rausgeballert, gehen Side-by-Side durch die Kurve. Bombo verliert am meisten und Annie schlüpft mit durch. Lemmy auch. Und hier im Hintergrund geht's richtig zur Sache. Annie verbremst sich, Lemmy geht dadurch jetzt vorbei. Annie war zu übereifrig auf der Bremse, Lemmy kommt außenrum dadurch vorbei. So, gucken wir, Lemmy später auf der Bremse verbremst sich, Annie gegen DV19, DV19 muss eigentlich vorbei, wird er jetzt weit gepusht, weil er außen natürlich auf der unüblichen Linie versucht hat zu überholen, das wird ein Track Limit gewesen sein, dass er sich aberkennen lassen kann. DV19 außen gegen Annie, ja gut, DV19 mit dem frischeren Reifen, also es ist ein verlorener Posten dagegen zu fighten. Ja. Oh. Und Maximilian Lückert macht das. Annie, Lückert muss halt auch mitziehen. Lückert hat auch die frischen Reifen. Switchback und der McLaren muss sich geschlagen geben. Vorne kracht's auch fast. Da werden sie sich alle uneinig. Lasse geht jetzt auch an Annie vorbei. Also Annie wird durchgereicht. Der kommt mit seinem Hart nicht mehr recht, zurecht. Also wie gesagt, ich hätte einen reingeholt. Ja. Und der McLaren verteidigt sich da glorreich gegen den Haas und DV19 zieht dadurch mit. Verhaken sich beide, der Haas und DV19. Das geht nicht gut, wenn ihr weiter der da fightet. Das jetzt war es der Track Limits. Aufs Feld zu. Und jetzt wird's happig. Ofenkartoffel auch ein bisschen weit. Annie will da jetzt wieder vorbeiziehen. Aktiman Lückert gegen Lemmy. Ja gut, Lemmy kann ihn durchwenken. Lasse auf der nicht plädierten Innenbahn. Geht später auf die Bremse, kommt da auf den Curb und verliert halt jetzt die Zeit, hat aber trotzdem die besseren Reifen, kann damit innen bleiben. Annie wird weit gepusht von Lasse. Jord verliert 2 Positionen, aber Noah komplett auf Track in der Wand! Eieieiei. Punkte weg, Rennen weg, das ist over. Maximilian Lückert geht wide, da gibt's jetzt richtig Gewürfel. Jord dadurch weggepusht, Lemmy und Maximilian Lückert kollidieren. DV19 lacht sich ins Häuschen und er zieht weg. Ja. Bombo gegen Alpha Kevin im hinteren Feld. Ofenkartoffel hat sich gedreht. Oder wurde gedreht. Annie kommt ins Rutschen. Ich glaube, Annie ist damit kollidiert. Oder zumindest hat er Probleme. So, Lemmy und Maximilian Lückert tun gerade alles dran, Jord auch aus dem DRS zu verbannen. Maximilian Lückert mit dem Fehler und das eröffnet jetzt die Tür für den Haas. Der Haas zieht aber nicht vorbei. Lückert geht dafür nicht den Move. Also jetzt werden so sehr unübersichtlich. Jord rutscht da Lemmy hinten drauf wegen diesen ganzen Halb-Moves, Halb-Nicht-Moves. Also dieses halbschwanzige Reinstechen ist halt auch wirklich nicht förderlich für die Rennen. Aber das muss jeder für sich selbst wissen. Da wird sich jetzt was aussortieren. Wir gehen mal nach vorne. Sascha Neb jetzt über die Linie. Genau jetzt nämlich. Für den Williams. Lemmy wird Zweiter. Lemmy rutscht den Zweiten. Dustin wird auf P3 vorrücken. Ja. Lasse auf P4 und beide McLaren werden von Bombo noch geholt und von Maxi Enneho gesplittet. Ja. P6, P8 für McLaren, P7 und P2 für Haas. Haas, gutes guten Abschluss zum Wochenende gefunden. Absolut. Und Bombo im D1, ja, Debüt würde ich behaupten, jetzt Vollzeitdebüt.
auch direkt einfach P5 mitgenommen. Also der ewige Bomber aus D2 ist jetzt auch in D1 angekommen. Nach Austin? Also ja, für den ersten der zwei, ersten der zwei Stops. Ich glaube, wir haben zwei Stops ja, an den Starten. Genau. Ein Rennen machen wir nochmal in Singapur. Und dann geht's wieder nach USA. Direkt nehme ich zu Las Vegas. Wird auch ein schönes Rennen. Ja, Vegas, sehr gutes Pflaster für mich. Dementsprechend freue ich mich auch auf die Strecke, genauso wie Singapur. Zwei Strecken, die ich letzte Saison in D7 gewonnen habe. Ja. Ja, und dann sagen wir vielen herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Vielen Dank auch an dich, liebe Ananas. Wir hören uns nächste Woche frisch und munter hier aus Texas, wie gesagt, zu USA. Wir sagen Dankeschön. Machen Sie es gut. Racing.